Nur wenige Stunden nach dem erreichten Aufstieg des SV 09 in die Regionalliga empfing Bergisch Gladbachs Bürgermeister Lutz Urbach spontan die Mannschaft und Fans vor dem Rathaus. Er selber hatte das Herzschlagspiel am Bildschirm verfolgt, obwohl er eigentlich arbeiten wollte. Im Anschluss wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert und gejubelt. Bitte Vorsitzende Michael Hahn!
eine Mannschaft, die höchste Amateurspielklasse. Das feiern wir. Und ich wünsche mir, dass ein Ruck durch Bergisch Gladbach geht und wir demnächst immer mindestens 1000 Zuschauer im Stadion haben. Herzlichen Glückwunsch! Die Mannschaft, aber auch an alle, die mitgeholfen haben. Ich bin sehr stolz auf euch und besonders auf meine Mannschaft. Dankeschön. Ja. Sie sind doch ohne Handschuhe. Liebe Fans von Bergisch Gladbach 09, in unserer Mitte steht ein fürchterlich netter Mensch. Er hat nicht nur ein Herz für die Menschen dieser Stadt, sondern auch ein großes Herz für den SV Bergisch Gladbach 09. Begrüßen mit mir den Mann, ohne den das alles nicht möglich wäre, den Verwaltungsratsvorsitzenden Michael Hahn. Bergisch Gladbach ist immer am schwersten Feld. Ich sage nur, in der dritten Reihe oder in der fünften und mehr ansehen, welche Möglichkeiten man hat mit so einer tollen Mannschaft, mit Leuten, die für einen Verein alles geben. Und gerade der heutige Tag zeigt eigentlich, was im Sport alles möglich ist, 3-0 zurückzuliegen und dann zurückzukommen. Und das hat mit Charakter zu tun, das hat mit Einstellung zu tun. Und insofern bin ich ganz zuversichtlich auf die nächste Saison.